Ja, willkommen zurück zu Medizintechnik 2. Und in diesem Video wollen wir uns ein bisschen angucken, wie Rekonstruktion funktioniert. Wir wollen uns einmal das sehr schnelle Verfahren, das auf der Radon-Inversion basiert, angucken. Und dann wollen wir uns nochmal iterative Verfahren ansehen, die uns auch zu der Lesung führen, aber ein bisschen langsamer. Dafür erlauben die allerdings etwas mehr Flexibilität in Bezug auf Modellierung, deswegen auch eine sehr wichtige Klasse von Algorithmen. So, sehen wir uns doch mal an, was wir heute genau vorhaben. Nun, wir haben natürlich die analytische Rekonstruktion, die algebraische Rekonstruktion und dann wollen wir uns noch ein bisschen über Akquisitionsgeometrien unterhalten. Nun, wir wollen natürlich am Ende des Tages CT-Schichtbilder rekonstruieren und wichtig ist es eben, dass wir hier Linienintegrale aufnehmen, die wir durch das Lambert-Beersche Gesetz schon kennengelernt haben. Und dann verwenden wir Radons Idee, um die Röntgenstrahlung wieder in Schichtbilder zurückzurechnen. Wir haben das gesehen. Ganz wichtig wird sein, das Fourier-Scheibentheorem und wie wir das verändern. Heute werden wir auch ein paar Formeln sehen, wie die eigentlichen Rekonstruktionsalgorithmen aussehen. Und damit sind wir dann in der Lage, unser f von xy zurückzurechnen. Tatsächlich berechnen wir die linearen Schwächungskoeffizienten in so einem CT-Bild. Und um diese jetzt zu kalibrieren, wurde die Hounsfield-Skala eingeführt. Und jetzt wollen wir uns doch zunächst mal angucken, was wir da überhaupt für Größen rekonstruieren. Nun, die Hounsfield-Skala zeigt uns verschiedene Werte auf einer Skala von minus 1000 bis 3000, 4000 an. Das sind so die gängigen Materialien, die wir im Körper sehen. Und dabei ist es eben kalibriert, dass wir eine Schwächung von 0, quasi Luft, auf minus 1000 haben und Wasser bei 0. Die anderen Gewebetypen können wir nur ungefähr angeben. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Gewebe im Körper immer ein bisschen anders sind. Aber zum anderen hängt das natürlich auch daran, dass wir ja schon gesehen haben, wenn wir Röntgenstrahlung generieren, dass mit unterschiedlichen Beschleunigungsspannungen passieren kann. Und je nach Beschleunigungsspannung kriegen wir auch etwas andere Absorptionswerte. Deswegen können wir hier angeben, Lunge liegt bei minus 600 bis minus 400, Fett liegt irgendwo bei minus 100 bis minus 60, Muskel etwa bei 10 bis 40, Blut bei 30 bis 45, Weichgewebe im Körper typischerweise zwischen 40 und 80 und Knochen sehr dicht und damit je nach Knochentyp zwischen 400 und 3000. Also 3000 sind dann kortikale Knochen, die sehr, sehr dicht sind, was wir häufig an der Außenwand des Knochens finden. So, wie geht es jetzt weiter? Eine wesentliche Frage, die wir klären müssen, ist, wie wir tatsächlich dann Volumen bekommen können. Und zunächst werden wir uns das erstmal als 2D-Schichten ansehen. Das heißt, wir arbeiten zunächst mit einem linearen Detektor, der quasi nur eine Zeile hat. Und mit diesem Einzeilendetektor rekonstruieren wir dann Schichten. Und mehrere Schichten können wir natürlich dadurch kriegen, indem wir diese Schichten dann Stück für Stück abfahren und dann ein ganzes Volumen zusammensetzen. Es gibt auch 3D-Verfahren, wie wir schon in der letzten Vorlesung kurz gehört haben. Und die haben dann quasi mehrzeilige Detektoren, die nehmen ganze Bilder auf einmal auf und können dann auch mehrere Schichten auf einmal rekonstruieren. Ist ein bisschen schwieriger, aber das sehen wir uns dann gegen Ende dieses Videos an. Und das führt dann dazu, dass wir ganze Schichtstapel rekonstruieren können. Und diese Schichtstapel können wir dann zu 3D-volumetrischen Bildern umformatieren. Nun sehen wir uns doch nochmal an, und zwar jetzt auch ein bisschen formaler, die analytische Rekonstruktionsmethode. Wir kennen bereits die Fourier-Transformation und die inverse Fourier-Transformation. Die inverse Fourier-Transformation würde quasi das Objekt fxy berechnen aus den Fourier-Koeffizienten f, u, v, indem wir quasi hier wieder anhand dieser Wellenfunktionen das Bild Stück für Stück zusammensetzen. Wir können das Ganze umschreiben. Polarkoordinaten sind insofern nützlich, dass wir hier schon den Rotationswinkel Theta haben und dann nur noch die Frequenz an dem entsprechenden Abstand zum Ursprung. Also wir können die beiden umrechnen und das funktioniert mit einer Koordinatentransformation. Das ist auch etwas, was ihr euch in den Grundlagen der Mathematik sicher ansehen werdet oder vielleicht sogar schon angesehen habt, wie man solche Mehrfachintegrale entsprechend umformulieren kann. Dafür muss man substituieren. Hier benutzt man U ist Omega Cosinus Theta und
V ist Omega-Sinus-Theta. Und wenn ihr das tun wollt, dann müsst ihr dafür die sogenannte Jacobi-Matrix aufstellen. Müsst ihr nicht nur aufstellen, sondern auch deren Determinante bestimmen. Und die Determinante der Jacobi-Matrix ergibt sich hier wie unten gezeigt, dass wir einmal die Ableitung von U nach Omega beziehungsweise dann von U nach Theta berechnen und dasselbe nochmal von V nach Omega und V nach Theta. Das können wir hier tatsächlich formulieren. Das sind relativ einfache Ableitungen. Wenn wir nach Omega ableiten, bleiben quasi nur die Winkelterme übrig. Wenn wir nach Theta ableiten, werden die jeweiligen Winkelfunktionen ersetzt durch 90 Grad verschobene. Und das führt dann quasi hier zu dieser Matrix in der zweiten Stufe. Davon müssen wir dann die Determinante berechnen. Und die Determinante zeigt uns dann sehr schön, dass dann hier Cosinus und Sinus entsprechend quadratisch auftauchen. Wir können das Omega rausziehen. Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat ergibt genau 1. Das heißt, es bleibt nur noch der Betrag von Omega übrig. Wenn wir das jetzt tun, dann können wir die entsprechende Version der Fourier-transformierten Polarkoordinaten ermitteln. Und diese finden wir dann wie folgt. Also das ist wieder ein Doppelintegral, wobei wir hier nur eines von Minus bis Plus unendlich haben, weil wir natürlich in dem Winkel Theta nur noch von 0 bis Pi integrieren müssen. Eine weitere Integration würde uns ja nicht wirklich weiterbringen aufgrund der Eigenschaften einmal der Fourier-Transformation und dann natürlich auch aufgrund der Eigenschaften, die wir hier von der Rotation kennengelernt haben. Können wir also ungefähr verstehen. Und dann bleibt nur noch übrig, die Fourier-transformierte in Polarkoordinaten mal unseren Betrag von Omega, was genau die Fourier-transformierte in Polarkoordinaten ist. Tatsächlich haben wir hier die inverse Fourier-transformierte. Nun, nachdem wir diese grundlegende Erkenntnis im Fourier-Scheibentheorem hatten, dass die Koeffizienten in der Polartransformierten der Fourier-Transformation in 2D identisch sind zur Fourier-Transformierten unserer Projektion, können wir genau die beiden ersetzen. Das heißt, wir haben hier den roten Term F polar, der ersetzt werden kann durch unser P Omega Theta. Und dann haben wir schon die obige Variante stehen. Nun können wir auch noch sehen, dass wir X Cosinus Theta und Y Sinus Theta ja genau S sein muss. Das ist ja unser Detektorindex. Das heißt, wir können diesen Terminus auch noch eliminieren. Und wenn wir diesen eliminiert haben, sehen wir hier unten das F von XY und dann das Integral von minus unendlich bis plus unendlich entlang unserer Fourier-Transformierten multipliziert mit dem Betrag von Omega und hier dann die beiden Integrationsgrenzen. Das Ganze ist interessant, weil wir sehen, dass das hier eine Multiplikation im Frequenzraum ist. Und wenn ihr euch zurückerinnert an die grundlegenden Eigenschaften der Fourier-Transformation, dann kann man erkennen, dass diese Multiplikation im Frequenzraum auch formuliert werden kann durch eine Faltung. Das heißt, wir sehen hier, dass diese inverse Fourier-Transformation oben entsprechend ersetzt werden kann durch eine Faltung. Und das führt uns hier zu der Erkenntnis, dass f von xy ist die Summe von 0 bis Theta von der Projektion gefaltet mit unserem h von s. Und h von s ist jetzt im Prinzip die inverse Fourier-Transformation von Betrag von Omega Theta. Und zwar an der Stelle s ist gleich x Cosinus Theta plus y Sinus Theta. Sprich, wir sehen jetzt, wenn wir diese Faltung durchführen mit der Projektion, dann brauchen wir die gefalteten Projektionen nur noch aufsummieren. Und zwar für jeden Pixel nur an der Stelle, an der dieser Pixel entsprechend projiziert wird. Sprich, wir können die komplette Rekonstruktion durchführen, indem wir einmal falten, also einmal filtern und dann eine sogenannte Rückprojektion von dieser gefalteten Projektion durchführen und schon haben wir unser komplettes Bild rekonstruiert. Das ist sehr spannend, weil in dieser Lösung brauchen wir die Fourier-Transformierte gar nicht mehr, weil wir sie eben entsprechend mit der Faltung ersetzen können. Das heißt, wir haben nur noch eine Faltung und dann eine lange Summe über den Winkel und damit sind wir in der Lage, die komplette Schicht zu rekonstruieren.
plötzlich brauchen wir die ganze Fourier-Transformation nicht mehr, weil wir eben elegant diese Faltung eingeführt haben. Nun, dieses H von S wird typischerweise als Rampenfilter bezeichnet, weil wir diese Betragsfunktion von Omega haben. Und wenn man sich das aufmalt, die Betragsfunktion sieht irgendwie ein bisschen aus wie die Rampe. Deswegen spricht man hier vom Rampenfilter. Und letzten Endes können wir auch erklären, woran das liegt, weil wir über diese Aufnahme in der Polardarstellung ganz häufig die Werte in der Mitte des Frequenzraums aufnehmen, aber die am Rand eben nur selten. Das heißt, wir müssen irgendwie mit der Dichte gewichten und das erfüllt uns genau dieses Rampenfilter. Wir haben quasi eine passende Gewichtung im Frequenzraum, die uns dann das Überabtasten der Mitte des Frequenzraums korrigiert und durch diese Korrektur sind wir dann in der Lage, das richtige Bild zu rekonstruieren. In der Frequenzbereich ist es diese Multiplikation, im Ortsbereich diese Faltung mit HS. Schauen wir uns das nochmal an, grafisch. Hier die Aufnahme-Pattern von so einem Radon-Transformation, mit der wir quasi immer in der Mitte des Frequenzraums aufnehmen. Also den zentralen Punkt ganz, ganz häufig, wenn wir quasi unendlich viele Projektionen hätten, würden wir unendlich oft die Mitte des Frequenzraums aufnehmen. Und durch unsere Gewichtung, dass wir die Mitte quasi mit 0 multiplizieren, fallen diese unendlich oft aufgenommenen Mitteninformationen heraus und wir können genau kompensieren. Die Informationen am Rand sehen wir weniger häufig, deswegen gehen wir dort dann mit dem Gewicht wieder höher, genauso wie das das Rampenfilter tut. Nun, die Rückprojektion erfolgt dann im Prinzip einem Rückwärtsverschmieren entlang der Originalprojektion. Also wir nehmen alle Werte in der gefilterten Rückprojektion und schmieren die wieder zurück ins Volumen und das finale Bild ergibt sich quasi aus den zurückgeschmierten Werten aus allen Richtungen aufsummiert. Das Filtern ist natürlich ein zentraler Bestandteil hier und natürlich müssen wir aufpassen, weil wir ja nicht unendlich hohe Frequenzen aufnehmen können. Die höchste Frequenz, die wir bekommen können, ergibt sich durch die Größe unserer Detektorpixel. Und wir erinnern uns an das Sampling-Theorem. Das heißt, die höchste Frequenz ist genau 1 durch 2 mal die Breite von unserem Detektorpixel. Nun müssen wir das irgendwie berücksichtigen, wenn wir die Rekonstruktion machen. Und was uns auch noch auffällt, ist, dass wir hier einen Hochpassfilter haben. Also wir erinnern uns, Hochpassfilter, das sind auch die Dinge, mit denen wir Kanten detektieren können. Und diese Hochpassfilter sorgen natürlich dafür, dass Rauschen verstärkt wird. Deswegen wollen wir da wahrscheinlich auch etwas dagegen tun. Und deswegen wird typischerweise dieser Betrag von Omega mit einem angepassten Filter ersetzt, den wir jetzt hier Groß H von Omega nennen. Und dieses Groß H von Omega hat dann noch zusätzliche Tricks integriert. Nun schauen wir uns erstmal an, was passiert, wenn wir unseren Rampenfilter umwandeln wollen. Tatsächlich müssen wir hierbei aufpassen, wenn wir tatsächlich die inverse Fourier-Transformation auf unseren Rampenfilter durchführen würden. Dabei müssen wir natürlich aufpassen. Wir müssen quasi diese maximale Frequenz richtig berücksichtigen. Und wenn wir das tun, dann bekommen wir das sogenannte RAMLAC-Filter. Das ist jetzt quasi die Ortsversion. Also wir sehen das hier klein h von s. Das heißt, das ist die Version im Ortsraum von unserem Rampenfilter. Aber das Abschneiden der Frequenz an der höchsten Frequenz ist hier richtig berücksichtigt. Und dann sehen wir, dass das hier quasi dieses Sinc minus das Sinc-Quadrat ist und sich so darstellen lässt. Und tatsächlich verwendet man häufig noch zusätzlich Fensterfunktionen, die dafür sorgen, dass hohe Frequenzen noch zusätzlich ein bisschen abgeflacht werden. Und das haben wir hier jetzt auf der nächsten Folie ein bisschen gezeigt. Also RAMLAC-Filter ist hier nicht nur die Rampe quasi unendlich fortgesetzt, sondern wir müssen quasi an der Stelle minus Omega Max und an der Stelle plus Omega Max abschneiden, weil wir eben diese hohen Frequenzen nicht messen. Und wenn wir das tun, dann bekommen wir eben genau diese Funktion hier unten, H von S. Und tatsächlich werden hier natürlich die hohen Frequenzen noch sehr stark gewichtet, weswegen man dann so etwas wie das Shipp-Logan-Filter hier rechts dargestellt verwendet. Also wir glätten die hohen Kanten etwas ab und haben im Wesentlichen immer noch den Rampenverlauf, nehmen eben nur die hohen Frequenzen etwas zurück und damit bekommt man dann
solche Filter im Ortsraum wie hier mit HS dargestellt. Und das ermöglicht uns dann, stabile Bilder zu rekonstruieren. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Das wird dann auch gefilterte Rückprojektion genannt. Das ist die Lösung der Radon-Inversion. Wir haben eine Faltung mit einem Faltungskern und diese haben wir dann natürlich im Diskreten, weil wir nur diskrete Werte messen können. Das heißt, das Integral wird ersetzt durch eine Summe und multiplizieren punktweise mit unserer Faltungsfunktion und das ergibt uns dann in der Summe die neue Projektion P tilde und P tilde ist quasi die gefilterte Projektion und dann die Rückprojektion ergibt sich dann als die Summe über alle Winkel an die Stelle, an die eben f von xy in der jeweiligen Projektion projiziert wird und damit haben wir dann schon das gesamte Bild rekonstruiert. Also erst filtern und dann rückprojizieren, beides entsprechend lineare Operationen, die sich sehr, sehr effizient implementieren lassen. Und das sind so die Grundlagen der CT-Rekonstruktion für einzelne Schichten. Ein Verfahren, das in Konkurrenz dazu steht, lässt sich quasi komplett aus dem Diskreten herleiten. Wir haben jetzt gerade im Kontinuierlichen angefangen, die Lösung so weit wie nach vorne gedrückt und dann erst am Ende die Diskretisierung berücksichtigt. Wir können das Ganze auch direkt diskret machen. Dort stellen wir uns quasi die einzelnen Bildpunkte schon als Pixel vor in so einem Bild. X1, X2, X3, X4 bis X9, das jetzt hier schon diskrete Pixel sind. Und die Strahlen sind jetzt hier eben auch Drahtstrahlen, die durch unsere Pixel hindurchwandern. Und wir sehen dann die Projektionswerte als die entsprechenden Pixel, die es durchwandert, gewichtet aufsummiert. Wir können das also direkt als lineares Gleichungssystem aufschreiben. Das Spannende hierbei ist jetzt, dass ich quasi alle x in einen Vektor schreiben kann, alle p in einen Vektor schreiben kann. Wir können ein Gleichungssystem aufstellen und dann ergibt sich quasi eine Matrix A, die die gesamte Geometrie beschreibt. Und diese Geometrie enthält quasi pro Pixel x den Anteil, den dieser Pixel zu dem jeweiligen Projektionsstrahl liefert. Und dann brauchen wir quasi noch diese Matrix A mit dem Vektor x. Ja, das sind jetzt alle Pixel hintereinander geschrieben in einen langen Vektor, multiplizieren und dann bekommen wir direkt unsere Projektion P heraus. Nun, wir sehen also, das sind zwei Vektoren mit den unbekannten Pixeln und den gemessenen Bildpunkten P. A kennen wir, weil wir die Geometrie komplett kennen. Das heißt, wir können das für jeden Scanner, für jede Scanner-Geometrie eindeutig bestimmen und durch Kalibrierung beispielsweise die Koeffizienten A, I, J bestimmen. Das könnte man approximieren, zum Beispiel mit einem Binärwert. 1, wenn der Pixel getroffen wird, 0, wenn er nicht getroffen wird. Ich könnte mir ausrechnen, wie lang ist denn der Schnitt des Strahls durch den Pixel oder sogar die Fläche ausrechnen, wenn ich quasi die Pixelfläche noch berücksichtige und das zurück ins Volumen rechnen, wie groß dann wirklich die überstrichene Fläche ist. Letzten Endes könnten wir dann x bestimmen, indem wir einfach das Inverse von a bestimmen. Also wir müssen nur a invertieren, um damit unser entsprechendes Lösungsverfahren aufzustellen. Dann wäre es nur die Multiplikation mit der Inversen von a. Nun, ein Problem, das wir schon gesehen haben, ist, dass diese Matrix A ziemlich groß wird. Wenn ich jetzt 3D rekonstruieren möchte, dann habe ich zum Beispiel 512 hoch 3 Unbekannte und womöglich 512 Projektionen mit 512 mal 512 Pixeln. Das heißt, wir hätten dann eine Matrix A, die die Größe hat 512 hoch 3 kreuz 512 hoch 3. Wenn ich das in Floating Point Präzision berechnen will, Fließkommazahlen, und dafür normale Floats verwende in Single Precision, dann würde ich nur zum Speichern von dieser Matrix A 65.000 Terabyte benötigen. Nun, 65.000 Terabyte ist eine riesige Speichermenge und wenn ihr jetzt wirklich jedes Mal das neu kalibrieren wollt, ihr würdet ja riesige Rechenzentren brauchen, um ein einzelnes Bild zu rekonstruieren. Das ist wohl nicht der Weg, wie das funktioniert. Und tatsächlich gibt es einen viel eleganteren Weg, weil eben diese Matrix A an den allermeisten Stellen Nuller hat. Also ein Bildpunkt trägt ja nur zu ganz wenig Projektionspunkten bei, nämlich genau nur die, die entlang dieses Strahls liegen und alle anderen Einträge in dem entsprechenden Vektor sind natürlich Null. A hat unheimlich viele
null Stellen. Und deswegen kann man eben das sehr viel effizienter ausrechnen. Also das ist nicht möglich, das direkt über Matrix-Inversion zu machen. Aber dafür gibt es dann die sogenannte algebraische Rekonstruktionsmethode, ART, oder auch Katzmansch-Methode. Und dort ist die Idee, dass ich dieses Gleichungssystem Stück für Stück löse, indem ich eben die aktuelle Lösung immer auf eine Projektion zurückführe, die ich quasi aus dem nächsten Pixel gewonnen habe und dann Stück für Stück projiziere, um dann nach und nach unsere Lösung zu erhalten. Und ich habe das Ganze hier mal dargestellt in einem ganz einfachen Beispiel. Das hier ist jetzt der Lösungsraum von einem Volumen, das besteht aus den Pixeln x1 und x2. Also wir haben hier nur zwei Pixel. Wenn ich ein Volumen habe mit zwei Pixeln, dann ist jede Messung von einem Strahl im Wesentlichen so ein Linienintegral. Wir haben jetzt hier dreimal gemessen, P3, P1 und P2. Und die kann ich jetzt quasi darstellen als mögliche Gewichtung von x1 und x2. Wenn ich die Geometrie kenne, dann können jetzt x1 und x2 verschiedene Werte haben. Und damit sie eben genau diesen Wert P2 liefern, müssen sie auf dieser Gerade von x1 und x2 liefern. Also entweder ist eben x1 ein bisschen höher und dann ist x2 ein bisschen niedriger und die beiden müssen aber in Summe immer den Wert p2 ergeben und damit ergeben sich eben diese unterschiedlichen Geraden. Nun, das Lösungsverfahren funktioniert dann so, ich fange an mit einem x0. x0 ist einfach irgendein Wert, den ich mir ausgedacht habe, zum Beispiel x1 ist 0, x2 ist 0 und dann nehme ich x0 und projiziere es orthogonal auf die Gerade, die eben hier durch P1 gegeben wird und die Konfiguration A1, die ich aus der Geometrie kenne. Damit bekomme ich quasi einen Wert x1, dann nehme ich x1 und projiziere es orthogonal auf P2. Dann nehme ich diesen Wert, den ich hier x2 getauft habe, und projiziere ihn orthogonal auf P3. Das gibt x3, das projiziere ich dann wieder orthogonal auf P1. Naja, und wenn ich diesen Vorgang eben weit fortsetze, dann konvergiere ich irgendwann gegen x unendlich genau auf den Schnittpunkt von allen drei Geraden. Tatsächlich ist das Verfahren relativ einfach. Wir können auch hier im Prinzip aus Oberstufenmathematik das Ganze herleiten. Wir brauchen also nur uns die entsprechenden Geraden zu überlegen. Wir können zeigen, dass unser neues x' letzten Endes eine Projektion entlang der normalen n ist, wobei jetzt hier unsere n's quasi die A1, A2, A3, die wir vorhin schon gesehen haben, in dem Beispiel sind. Und wir können dann quasi immer das Update x' bekommen, indem wir quasi das alte x nehmen und eben der normalen Lambda weit, also das müssen wir irgendwie ausrechnen, wie weit, aber wenn wir quasi Lambda weit gehen, dann bekommen wir genau eine orthogonale Abbildung. Nun, für die Beobachtung muss natürlich nicht nur gelten, dass sie entlang einer orthogonalen, also entlang der normalen durchgeführt wird, sondern sie muss eben auch gleichzeitig noch die neue Gleichung erfüllen, und zwar, dass unser neuer Punkt quasi n transponiert x', der neue Punkt, muss natürlich genau diesen Abstand d haben, was bei uns die hier entsprechenden p's sind, also p1, p2, p3, und n transponiert ist quasi unser a1, a2, a3. Das muss natürlich auch gelten. Jetzt kann ich quasi x' in der zweiten Gleichung einsetzen. Wenn ich das tue, dann erhalte ich hier n transponiert mal, Klammer auf, x plus Lambda n, Klammer zu, ist gleich d. Das Ganze kann ich jetzt auflösen nach Lambda, indem ich quasi mit n transponiert hinein multipliziere und dann entsprechend alle Nicht-Lambda-Terme auf die andere Seite bringe. Das n transponiert n ist ein inneres Produkt und damit nur ein Skalar. Und durch ein Skalar können wir teilen und unsere Lösung für Lambda sieht dann so aus, d minus n transponiert x durch n transponiert n. Also wissen wir jetzt, was Lambda ist. Das heißt, wir können Lambda wieder in die ursprüngliche Gleichung einsetzen und unser x' bestimmen. Das zeigt uns dann, dass x' berechnet werden kann als unser altes x plus den entsprechenden Term aus Gleichung 28. Normalen Richtung richtig skaliert und schon haben wir unser Update ausgerechnet. Ja, und wir wiederholen das dann halt entsprechend, nicht nur einmal, sondern in jedem Schritt neu und wechseln dann auch die entsprechenden A's durch. Das führt uns dann zu Gleichung 30, wo wir dann ein x von k plus 1 haben, das aus dem alten xk berechnet wird. Und hier sind jetzt die n's und d's ersetzt durch die entsprechenden p's und a's. Und
wir können sehen, dass das im Wesentlichen nur unterschiedliche Symbole sind. Tatsächlich gibt es dazu auch ein paar zusätzliche Bemerkungen. Tanabe hat 71 gezeigt, dass wenn es eine eindeutige Lösung gibt, konvergiert Katzmatsch dazu. Aber wenn es überbestimmt ist oder Rauschen im System ist, dann führt es eben nicht zu einer Konvergenz, sondern zu einem Hin- und Herspringen. Dieses Hin- und Herspringen kann man quasi dadurch dann beheben, dass man nach einer gewissen Anzahl von Iterationen abbricht und dann sagt so, oh, jetzt ist das Ergebnis gut genug, weil wir am Ende quasi nur noch sehr, sehr kleine Sprünge machen und die sich nur noch in der Größenordnung von dem Rauschen im Bild bewegen. Und damit können wir auch feststellen, wann wir wahrscheinlich an einer Lösung sind, die kurz vor dem Konvergieren ist. Man kann das Ganze auch beschleunigen, und zwar dadurch, dass wir Geraden so wählen, dass sie möglichst orthogonal sind. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich jetzt diese Abbildung rechnen möchte im zweidimensionalen Raum, hat es quasi eine ganz, ganz schnelle Lösung. Und zwar, wenn ich dann Geraden wähle, die genau orthogonal sind, dann reichen mir zwei Schritte in Katzmatsch, um immer sofort zu konvergieren, weil quasi der erste Schritt auf die eine Gerade führt und der zweite immer zum Ziel. Das heißt, wenn ich darauf achte, dass meine Geraden möglichst orthogonal sind, dann kriege ich auch sehr viel schnelleres Konvergenzverhalten. Aber dazu könnte man auch wieder eine ganze Vorlesungseinheit widmen, wie man das am interessantesten gestaltet. Es gibt noch weitere Erweiterungen zu ART. Das ist zum Beispiel die Simultaneous ART, SART. Dort macht man dann mehrere Updates gleichzeitig, die man quasi parallel ausrechnet und nimmt dann den gewichteten Mittelwert. Damit kann man quasi eine schnellere Konvergenz erreichen, weil man eben mehrere Berechnungen parallel durchführen kann. Naja, also das Verfahren ein bisschen aufwendiger, iterativ, führt aber auch zum Ziel, und tatsächlich das Verfahren, das zuerst von Hounsfield und Cormick eingesetzt wurde, und erst später kam sie dann darauf, dass die Lösung nach Radon viel eleganter und sehr viel effizienter ist, weil man eben nicht diese vielen Iterationsschritte braucht. Tatsächlich hat sich unsere CT weiterentwickelt. Wir haben nicht so, also 71, der erste Scanner, hat im Wesentlichen wirklich so einen Zeilendetektor gehabt und versucht parallel aufzunehmen. Dazu hat man dann das Problem, dass man quasi die Röntgenquelle und den Detektor Stück für Stück bewegen muss und dann drehen. Also das war ein Translate and Shift Verfahren. Und das kann natürlich erheblich beschleunigt werden, indem man eine Punktquelle verwendet und ein Detektor Array. Dann haben wir aber nicht mehr die schönen Eigenschaften der parallelen Bildgebung, weil wir diese Vergrößerungseffekte haben. Aber man kann zeigen, dass man die Strahlen bei einer vollständigen Rotation und diesmal 360 Grad so umsortieren kann, dass ich quasi auch alle Strahlen aufgenommen habe, die parallel sind. Und dann kann ich wieder unseren parallelen Algorithmus lösen. Es gibt noch effizientere Verfahren, aber das würde ich wirklich in die weitergehende Literatur legen wollen. Nun, was gibt's noch? Natürlich haben wir schon besprochen, dass wir nicht nur Zeilendetektor bauen können, sondern ganze Flächen. Das führt dann zu sogenannten Cone-Beam-Scannern, weil sich hier eine Kegelstrahlgeometrie bildet. Und dieser Kegel, der aufgenommen wird, kann dazu genutzt werden, um eben noch schneller mehrere Schichten zu rekonstruieren. Damit können wir quasi die CT-Scanner in mehrere Generationen unterteilen. Die erste Generation hatte diese Einzeldetektoren mit quasi Bleistiftstrahlgeometrie. Die zweite hatten schon Arrays. Und die dritte dann ganz große Detektoren, zum Beispiel Fanbeam-Geometrien und dann später sogar Cone-Beam-Geometrien. Mit den 2D-Detektoren ergeben sich dann auch neue Herausforderungen, weil wir dann quasi mehrere Schichten auf einmal rechnen können. Und man muss sich auch über Datenvollständigkeit neue Gedanken machen. Und diese Verfahren finden tatsächlich in wesentlichen allen CT-Scannern heute Einsatz. Dafür braucht man spezielle Akquisitionsverfahren. Natürlich ist das auch spannend, weil wir damit interventionell, ihr erinnert euch vielleicht noch an diese Flachbilddetektoren in der interventionellen Bildgebung, die wir auch für Röntgen und Fluoroskopie eingesetzt haben, also Geräte wie diese hier. Und diese Geräte werden damit auch CT-kompatibel. Wir können also quasi interventionell, wenn der Patient in der OP ist, am Tisch liegt, auch volle 3D-Bilder rekonstruieren, was natürlich zu verbesserter Bildführung auch führt. Wie kommen wir zu den 3D-Bildern? Naja, wir haben dann das Problem, dass wir im Wesentlichen ja nicht alle Strahlen mehr in der Ebene liegen und die Strahlen dann quasi aus der Ebene herausgehen, und damit ergeben sich gewisse Anforderungen an die Datenvollständigkeit, und diese können dann zum Beispiel dadurch gelöst werden, dass wir entlang einer kontinuierlichen Rotation mittels
Translation scannen. Und das ist jetzt das Verfahren nach Kalender, die Helix-CT oder Spiral-CT, wo wir quasi eine kontinuierliche Rotation haben und gleichzeitig den Tisch verschieben. Und damit entstehen dann solche Scanmuster. Und das Spannende ist, diese sind wirklich vollständig. Ich kann volle Volumina rekonstruieren, ohne Kompromisse zu machen. Und ich bin sehr, sehr schnell. Das heißt, mit solchen Verfahren kann man wirklich einen kompletten Patienten, zum Beispiel nach einem Unfall, scannen, und zwar in bis zu 12 Sekunden. 12 Sekunden, kompletter Patient gescannt anhand dieser Spiral-CT. Der Patient kriegt natürlich von der Spirale nichts mit, weil diese rotierende Gantry versteckt ist unter der Hülle des Scanners. Aber damit ist man eben in der Lage, sehr, sehr schnell Bilder aufzunehmen, und wir können ganze Körper innerhalb von 12 Sekunden scannen. Ihr seht schon, das ist, obwohl wir diese ionisierende Röntgenstrahlung haben, trotzdem eine ganz tolle Technologie, mit der wir eben sehr, sehr schnell Bilder machen können. Wir können das schlagende Herz abbilden, wir können Perfusion, also die Durchblutung, auch visualisieren mit jodbasierten Kontrastmitteln und sind damit in der Lage, sehr, sehr schnell Bilder zu machen. Und die CT ist zum Beispiel aus vielen Notfallbehandlungen wie Schlaganfalltherapie oder auch Unfalltherapie eigentlich nicht wegzudenken. Ist deswegen immer noch im breiten Einsatz, und das bisschen Dosis, das man dort bekommt, ist häufig eben durch die akute Lebensbedrohung gerechtfertigt, und man kann damit sehr schnell Patienten behandeln. Okay, ich hoffe, auch dieses zweite Video zur CT hat euch ganz gut gefallen, und wir sehen uns dann im dritten Video. Dort sehen wir uns ein paar praktische Dinge an, zum Beispiel wie messe ich Bildqualität, aber wir werden uns auch ansehen, welche verschiedenen Artefakte in der CT auftreten, und haben letzten Endes auch eine ganze Galerie an Artefakten, die aus dem praktischen Messvorgang resultieren, und die werdet ihr euch im nächsten Video ansehen können. Danke und bis bald!